Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Home TV. Heute Smart Home und Renovierung mit Frog Blue. Ja, für alle, die bei ihrer Renovierung ihr Haus oder ihre Wohnung auch gleich mit Smart machen wollen. Wir zeigen heute, wie das mit der Lösung von Frog Blue besonders unkompliziert und vielseitig gehen kann. Ja, Frog Blue ist ein junges, dynamisches Familienunternehmen mit Sitz in Kaiserslautern. Hier entwickeln wir unsere Bluetooth-basierte Smart Building-Lösung, mit welcher wir Installateuren und Kunden eine innovative Lösung vom flexiblen Haus bis hin zum intelligenten Zuhause bieten. Ja, das Herzstück unserer Lösung, das sind kleine grüne Steuerungsmodule, genannt Frogs, welche in Unterputzdosen hinter dem Lichttaster oder Schalter, in der abgehängten Decke, im Lampenauslass oder beispielsweise auch im Rollladenkasten verbaut werden können. Sie schalten, dimmen, messen, öffnen Türen, reagieren auf Taster, Schalter oder Fensterkontakte. Ja, und Sie können aber auch beispielsweise Jalousien gebäudeweit auf Position fahren. Die Kommunikation erfolgt, wie gesagt, über unser Frog Blue Bluetooth Mesh-Netzwerk. Das heißt, unsere Frogs knüpfen virtuelle Kabel zueinander und tauschen so Schaltbefehle aus oder synchronisieren sich beim Dimmen. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, der weiß auch, woher der Name Frog Blue kommt. Ja, das sind hier unsere kleinen grünen Steuerungsmodule, die, wie gesagt, via Bluetooth die Nachrichten austauschen. Die springen von Frog zu Frog. Und daher der Name Frog Blue. Ein wichtiger Grund für die Frog Blue Lösung ist die maximale Flexibilität. Wir benötigen keine neuen Kabel, keine Zentraleinheit, keinen zusätzlichen Platz im Unterverteiler, keinen Schaltschrank und keine Anbindung zur Cloud. Die Frogs können nicht nur über das Smartphone oder Tablet geschalten werden. Das Frog Display als zentrales Bedieninterface ist eine weitere Bedienmöglichkeit. Aber auch unser Multitalent, unser Transponder, der Frog Key, ne? Oder jeder herkömmliche Taster oder Schalter. Ja, ein zweiter wichtiger Grund für Frog Blue ist das Thema Skalierbarkeit. Frog Blue ist eine dezentrale Systemlösung. Das heißt, es wird nichts weiter benötigt als unser Frog. Man kann mit einem einzigen anfangen, um beispielsweise die Esszimmerleuchte smart zu machen. Wochen, Monate später hat man dann die Entscheidung getroffen, auch noch die Verschattung smart machen zu wollen. Das ist kein Problem. Es werden einfach weitere Module, weitere Frogs dem System hinzugefügt. Ja, und da gibt es auch keinerlei Limitierung. Ganz wichtiger Punkt ist auch die kinderleichte und unsichtbare Installation. Na, das heißt, die Frogs, wie eingangs auch schon erwähnt, werden einfach in der Unterputzdose beispielsweise installiert, liefern die Intelligenz, ohne dass man das am Ende dann auch entsprechend sieht. Ja, dazu zählt aber auch, dass ein Stromanschluss genügt. Na, unsere Frogs benötigen nichts weiteres als die 230 Volt für die Stromversorgung. Ein weiterer Punkt ist die baufortschrittsabhängige oder budgetabhängige Installation, Realisierung des Projektes, eines Smart Home Projektes. Was damit einhergeht, ist natürlich auch, wenn ich in der Renovierung oder Modernisierung mich befinde, ne, keine Baustelle im Haus zu haben, keinen zusätzlichen Schmutz im Haus zu haben, weil die bestehende Infrastruktur genutzt werden kann und wie gesagt einfach nur der Frog in die Unterputzdose gelegt werden muss. Eine weitere große Stärke ist unsere zertifizierte Sicherheit. Um mehr Sicherheit zu liefern, muss das eingesetzte System natürlich auch entsprechend sicher sein. Dazu zählt beispielsweise unsere VDE-Zertifizierung. Das ist das Qualitätssiegel schlechthin hinsichtlich elektrischer Sicherheit und Brandschutz. Unsere Produkte werden entwickelt und produziert 100% in Deutschland. Es gibt keinen Zwang zur Cloud. Ja, das Frog Blue System kann grundsätzlich als Insellösung völlig autark eingesetzt werden. Und die Nachrichten, die ich vorher beschrieben habe, die von Frog zu Frog springen, die werden zusätzlich zum Bluetooth nochmals mit 128-Bit verschlüsselt. Ja, und jede Nachricht erhält auch
einen sekundengenauen Zeitstempel. Ja, nicht zu vernachlässigen ist auch die Energieeffizienz unserer Lösung. Ja, klar, das Smart Home System an sich bringt viele Möglichkeiten mit, um Energie einzusparen, um Geld zu sparen am Ende des Tages. Aber dazu gehört auch ein niedriger Stromverbrauch, Leistungsverbrauch unserer Frogs. Da liegen wir bei 0,2 Watt pro Frog, ne? Und wenn wir das jetzt mal beispielsweise auf ein Einfamilienhaus projizieren, wo 30 Frogs zum Einsatz kommen, dann sprechen wir da in Summe von gerade mal 6 Watt. Ja, und zu guter Letzt ist ein großer Vorteil natürlich der zusätzliche Komfort, den so eine Smart-Home-Lösung von FrogBlue mit sich bringt. Tolles Beispiel, was in der Regel auch immer zum Einsatz kommt, ist die Steuerung des Smart-Homes von unterwegs. Ja, das heißt, dieser Fernzugriff per Smartphone oder Tablet über unsere eigens entwickelte App, um so dann auch schnell und einfach von unterwegs das zu Hause steuern zu können. Ja, und das alles ohne Cloud und 100% sicher. Eine intelligente Beleuchtungssteuerung, dass wenn ich beispielsweise bei Nacht auf Toilette gehen muss, die Lichter automatisch auf 30% Helligkeit angehen und ich nicht mit 100% Flutlicht dann komplett aufgeweckt werde. Wenn wir über die Verschattungssteuerung sprechen, dann ist eine tolle Funktion, dass ein vollautomatisches Fahren der Jalousien über die Astro-Funktion realisiert werden kann. Das heißt, dass ich beispielsweise bei Sonnenauf- und Untergang automatisch die Jalousien fahren lasse, aber nicht früher als 6 Uhr beispielsweise oder später als 21 Uhr. Ja, wenn wir über das Thema Heizen, Lüften, Kühlen sprechen, dann spart die intelligente Heizungsregelung von FrogBlue natürlich Geld über individuelle Zeit- und Wochenprogramme sowie die Einbindung von interner und externer Sensorik, was am Ende des Tages dann ein optimiertes Heizverhalten mit sich bringt. Also grundsätzlich muss man vielleicht auch nochmal zusammenfassend darauf hinweisen, dass bei allen Funktionen, die man mit so einem Smart Home System, mit der Lösung von FrogBlue realisieren kann, auch immer entsprechend dann auch die passende Peripherie benötigt. Ne? Einfaches Beispiel, ein Licht dimmen geht nur einher auch mit einer dimmbaren Leuchte, ne? Oder das automatische Fahren der Verschattung geht natürlich auch nur, wenn ich dort einen elektrischen Motor habe. Ja, FrogBlue kann man über professionelle und qualifizierte FrogBlue-Partner und Integratoren im In- und Ausland erwerben. Ja, aber FrogBlue kann man auch als Endverbraucher direkt bei uns in unserem FrogBlue-Webshop erwerben. Zu jedem Projekt bieten wir eine kostenlose und unverbindliche FrogBlue-Planungsunterstützung an. Das heißt, wir benötigen von interessierten Endverbrauchern, von deren Elektrofachbetrieben oder vom Elektrogroßhandel einfach nur einen Elektroinstallationsplan und den Hinweis, was alles smart gemacht werden soll. Wichtig ist für uns auch, dass immer die bestmögliche Lösung beim Endverbraucher ankommt. Ja, diese Qualität, die erreichen wir über qualifizierte Partner. Und wie wird man ein qualifizierter Partner? Über das FrogBlue-Schulungsprogramm, eine eintägige Basisschulung und darauf aufbauend eine eintägige Intensivschulung, welche man bei uns hier in der Firmenzentrale in Kaiserslautern in unserem Schulungsraum ja in der Regel einmal pro Monat besuchen kann.